Hallo über Deutschland, Wetter zu einer morgendlichen Wettervorhersage. Ja, in diesem Video reden wir mal kaum über Gewitter. Aber am Anfang dieses Videos reden wir mal ganz kurz über Gewitter vom gestrigen Tag. Wir schauen uns auf die Niederschlagsmengen und dann noch auf, wie es gestern war. Und da sehen wir, ich hatte diese kräftigen Gewitter eingekreist. Die Kreise kann man jetzt leider nicht mehr so gut sehen. Da hatten wir in meinem Westen ein paar kräftige Gewitter mit Unwettergefahr durch diesen heftigen Starkregen. Wir schauen uns gleich auch noch die Niederschlagsmengen an. Ebenfalls im Süden, da gab es auch so einige kräftige Gewitter, die ebenfalls viele Niederschläge brachten. Schauen wir jetzt auf die Niederschlagsmengen. Vor allem im Westen und Südwesten örtlich mal bis 40 Liter pro Quadratmeter, die dann da doch örtlich vom Himmel runterkamen. Und wenn wir weiter Richtung Osten schauen, dort gab es gar nichts an Niederschläge. Hier kamen die Schauer und Gewitter nicht mal an. Aber man sieht auch diese enge Begrenzung zwischen kein Niederschlag und viel Niederschlag. Schauen wir auf die Tageshöchsttemperaturen vom gestrigen Tag. Und da hatten wir örtlich doch Temperaturen bis 22 Grad im Westen und bis zu 24 Grad im Südwesten. Je weiter man Richtung Norden und Osten kam, desto kühler war es doch. Dann fangen wir jetzt mal an mit der jetzigen Wetterlage. Und dann schauen wir auf die Wetterlage vom heutigen Tag. Und da sehen wir, liegen wir eher weiter im Hochdruckbereich. Aber trotzdem, die Tiefs sind nicht weit. Weil wenn wir nach Nordosten schauen, Nordwesten schauen, so, sehen wir schon ein Tief kommen mit dicht gedrängter isobaren Drängung. Machen wir denn jetzt weiter mit dem Wetter vom heutigen Tag? Und da sehen wir im Westen und Südwesten und an den Alpen ein paar kräftige Schauer. Die sind aber deutlich seltener als am gestrigen Sonntag. Aber diese Schauer könnten dann nochmal örtlich große Niederschlagsmengen bringen. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die sehen wie folgt aus. Wir werden im Westen und Südwesten doch Temperaturen zwischen 15 und 22 Grad erreichen. Also es wird doch nochmal richtig mild werden, während wir im Osten nur Temperaturen zwischen 16 und 18 Grad erreichen. Blicken wir jetzt auf den morgigen Dienstag. Da kommt vom Westen eine Front reingezogen. Örtlich sind nochmal einzelne leichte Gewitter mit drin. Und diese Front bringt doch einiges an Regen, vor allem im Westen und Südwesten und Teile des Nordwestens. Die Temperaturen dazu, die wir erreichen würden, sehen wie folgt aus. Und da hätten wir dann doch meist Temperaturen im Westen zwischen 12 und 14 Grad und in der Mitte von Deutschland von 14 bis 20 Grad und im Osten von 16 bis 18 Grad. Blicken wir jetzt weiter auf den Mittwoch. Und der Mittwoch, der bringt weiterhin einige Schauer, vor allem vom Westen. Im Osten zerfleddert dieses Niederschlagsgebiet langsam und dort wird es nicht mehr so viel Regen geben. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die sehen wie folgt aus. Dann würden wir im äußersten Nordosten und Osten nochmal Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad erreichen, während es vom Westen langsam kühler wird. Und vor allem sieht man hier auch einen Streifen, wo dieses Niederschlagsband liegt. Dort hätten wir Temperaturen zwischen 14 und 15 Grad nur. Schauen wir jetzt auf den Donnerstag. Und der Donnerstag bringt im Südwesten ein paar kräftige Schauer. Im äußersten Südosten liegt ein Niederschlagsgebiet. Und dieses Niederschlagsgebiet wandert dann doch weiter nach Nordwesten und wird dann auch bald NRW erreichen. Schauen wir auf die Temperaturen in 2 Metern Höhe. Die werden wir so erreichen, dass wir im Nordwesten Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad erreichen. Am oberen örtlich auch bis zu 20 Grad. Und Richtung Osten erreichen wir auch ähnliche Temperaturen. Dann schauen wir jetzt noch zum Schluss auf den Freitag. Und dann sehen wir da doch, dass dann dieses Niederschlagsgebiet, das am Tag zuvor noch im äußersten Südosten lag, jetzt auch den Westen von Deutschland erreicht hat. Mit diesem Niederschlag gibt es leichte bis mäßige Niederschläge. Und
In diesem Niederschlagsgebiet kommen auch mal einzelne Schauer und Gewitter nach. Dazu haben wir dann auch noch Sonne-Wolken-Mix im Nordosten. Und bei diesem Sonne-Wolken-Mix im Nordosten erreichen wir Temperaturen zwischen 16 und 20 Grad. Im Südwesten ist es deutlich kühler mit Temperaturen zwischen 12 und 14 Grad. Ähnliche Temperaturen gibt es auch direkt an den Alpen. Und dann schauen wir jetzt mal auf die Niederschlagsmengen. Bis zum kommenden Freitagabend, und da sehen wir doch verbreitet im Westen und Süden einiges an Niederschlag, der dann darunter kommen soll. Im Westen teilweise 20 bis 50 Liter pro Quadratmeter. Ähnliche Niederschlagsmengen gibt es auch im Süden. Hier werden wir meist auch so 20 bis 60 Liter pro Quadratmeter örtlich erreichen. Und im äußersten Nordosten kommt gar nichts von diesem Niederschlag aus Westen an. Schauen wir jetzt noch auf den 22. Mai zum Schluss. Denn dort könnte es dann doch örtlich wieder sehr mild werden. Zumindest rechnet das GFS-Modell so. So hätten wir dann Temperaturen in 1500 Metern Höhe im Süden von um die 15 Grad. Aber sonst auch zwischen 10 und 14 Grad die Temperaturen in 1500 Metern Höhe. Und wenn wir uns dann die Temperaturen in 2 Metern Höhe anschauen, sehen wir dann doch hier am Oberrhein, im Rhein-Main-Gebiet und in NRW Temperaturen durchaus mal von 24 bis 29 Grad, aber auch Richtung Sachsen und Brandenburg und Teile Berlins hatten wir dann Temperaturen zwischen so 22 und 30 Grad örtlich. Zum Schluss schauen wir uns jetzt noch die Temperaturen in 2 Metern Höhe und die Niederschlagssignale einmal von Köln hier an. Und da sehen wir dann doch, dass auch hier dieses Modell am Ende des Vorhersagezeitraums der dicke Hauptlauf nach oben geht, bis an die 30 Grad, ist aber momentan Außenseiter. Das Mittel der Läufe liegt eher bei 20 bis 25 Grad oder 15 bis 25 Grad am 22. Und dazu hätten wir dann noch einige Niederschläge, jetzt vor allem am Dienstag, und danach lassen sie zwar wieder ein bisschen nach, aber es gibt immer wieder Niederschläge. Das Ganze auch im Osten, auch hier sind Läufe dabei oder der Hauptlauf des GFS-Modells berechnet am Ende des Vorhersagezeitraums Temperaturen zwischen 15 und 25 Grad, aber der Hauptlauf rechnet 25 Grad und mehr, und dazu hätten wir dann noch einige Niederschlagssignale. Vor allem hier sieht man diese Zacken, das würde dann alles als Schauer und Gewitter runterkommen. Das bedeutet, dass es weiterhin ziemlich, ziemlich spannend beim Wetter bleibt. Immer wieder mal ein Schauer, mal ein Gewitter. Ja. Und das war's dann in diesem Video wieder. Wir sehen uns dann im nächsten Wetterupdate wieder. Morgen früh oder heute Nachmittag, wenn es was Spannendes gibt. Macht's gut, bis dann und ciao.